Baby! Moin moin Freunde, hier ist Sascha und ich begrüße euch heute zu einem neuen Overwatch-Video und heute wollen wir uns nochmal Kanesaka mit reinem Gameplay anschauen. Wir haben ja in der Vergangenheit, also Vergangenheit ist gut, die letzten beiden Tage, haben wir uns eine Map-Tour der neuen Map angeschaut, die derzeit auf dem PTR ist und wir haben uns so ein bisschen den Lore darum angeschaut, gerade gestern das rund um den potenziellen neuen Helden in Overwatch 2. Ja, jetzt will ich heute nochmal ein reines Gameplay reinwerfen und glaubt mir, auf dem PTR spielen ist teilweise grausam, weil man mit jedermann zusammengematcht wird und mit richtig guten Spielern. Das heißt, ich habe hier richtig kassiert in diesem Match, trotzdem wollte ich mal eine kleine Gameplay-Runde hochladen. Ja, um euch noch ein bisschen Mehrwert zu bieten, möchte ich aber noch mal ein, zwei Sachen zur Map sagen, denn ich weiß nicht, ob ihr das Developer-Update von Jeff Kaplan gesehen habt. Da hat er so ein bisschen erklärt, warum wir diese neue Map überhaupt bekommen und das ist in meinen Augen eine super spannende Sache, denn Blizzard hat einen neuen Level-Designer engagiert und damit der so ein bisschen seine Skills testen konnte, der gute Morten, hat er einfach eine FFA-Map erstellt. Das heißt, diese Free-for-All-Map war eigentlich für interne Zwecke nur gedacht und ja, was dabei rausgekommen ist, hat Blizzard so begeistert, dass man gesagt hat, man haut diese neue Map raus, obwohl man ja eigentlich an dem Punkt ist, dass man alle Ressourcen in Overwatch 2 reinsteckt. Ja, für alle, die sich also jetzt Hoffnung machen, dass wir irgendwie noch einen neuen Helden in Overwatch 1 bekommen, das wurde schon vor Monaten dementiert, also letzter Overwatch 1 Held war wirklich Echo und eigentlich sollte es auch wirklich keine neuen Maps geben. Ja, wir kennen das von Blizzard, Pläne mögen sich hier und da mal ändern, aber ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass Kanesaka wirklich vorweg die letzte Map für Overwatch 1 ist und die Map soll laut aktuellen Plänen Mitte Januar auf die Live-Server kommen. Das heißt, PlayStation-Spieler, die jetzt noch nicht zocken können, können hier heute einen Ersteindruck bekommen. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie euch die Map gefällt und bitte seid nicht zu hart mit dem Gameplay. Ich habe wirklich sehr, sehr hart kassiert und ja, es ist wie es ist, trotzdem heute mal ein bisschen Gameplay. Wenn euch das Video gefällt, gebt gerne einen Daumen nach oben und vielen, vielen Dank für jeden Kommentar, den ihr verfasst. Unterwegs nach Kanesaka. Bereiten Sie sich auf den Kampf vor. So, schauen wir mal. Wählen Sie Ihren Helden. Wir brauchen einfach einen anderen Skin, ne? Wir brauchen diesen Skin. Okay, auf geht's. 3, 2, 1. Let's go. Der Tod ist unter euch. What? Warum sind da Leute im Voice? What the fuck? Seit wann gibt es im Deathmatch einen allgemeinen Voice-Channel? Es gibt einen Match-Channel? Gibt's das schon immer? Ist das neu? Gab's das schon immer? Dass du im Deathmatch in einen allgemeinen Voice-Channel gehen kannst? Okay. Mal Gegner finden. Hier durch. Kann ich hier hoch? Kann ich den... Okay, zumindest haben wir mal einen erledigt. Oh Gott. Oh Gott, oh mein Gott, diese... Es ist halt einfach... Es wäre so schön, wenn sich PTR Matchmaking irgendwie daran orientieren würde, wie dein echtes Matchmaking ist, dann wären PTR-Matches nicht so frustig teilweise, weil einfach natürlich mit jedem Patch alles zurückgesetzt wird und du gehst hier rein und du hast wahrscheinlich Top 500 Spieler an der Seite von Bronze-Spielern. Das ist gefühlt für alle, außer die ganz guten Spieler, sehr frustig. Gerade wenn es dann darum geht, das ist auch ein Grund, warum der PTR teilweise so wenig genutzt wird, weil Leute halt einfach nicht Zeug vernünftig testen können. Ich könnte jetzt valides Feedback an Blizzard geben für diese Map, wenn ich einfach nicht dauerhaft zerstört werden würde. Und nichts vor, das wird nicht passieren. Uff. Uff, 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 uff. Der Gegner braucht 15 Kills für den Sieg. Okay, zumindest haben wir es getötet, ne? Es ist auch was wert. Nur vergehen wir ins Katzencafé und bleiben einfach da, Leute. Jemand in der Kate drin? Ich höre doch jemanden. Ich höre die ganze Zeit Leute laufen da oben, ne? Ist jemand im Katzencafé drin? Ich finde keine Gegner. Also die Map ist halt sehr groß. Also das Ding ist, als Deathmatch-Map finde ich die halt echt nice. Als Deathmatch-Map finde ich die wirklich gut, weil sie macht das, was in einem Deathmatch-Map tun soll. Das heißt,
sie bringt halt alles, obwohl die Map relativ groß ist, an zentrale Punkte. Oh, diese Abstauber-Kills, ey. Für mich ein bisschen schlecht. Ich brauch nur ein bisschen. Oh mein Gott, im Ult getötet. Autsch. Auch jemand im Katzencafé? Oh, so close! Ich finde die Map echt nice. Also ich finde die Map... Ich finde die Map selbst wirklich sehr nice. Also du kannst natürlich auch super vielen Gegner... Das einzige Problem ist, die müssten Deathmatch allgemein mal fixen. Weil manchmal ist so, ihr kennt das wahrscheinlich auch, ne? So gerade dieses Last Hit, was hier zu heftig greift. Ich finde immer noch, wir haben das damals, ich weiß nicht, wer bei dem Twitch Rivals Charity Event dabei war, wo ich war. Da haben sie es ja so, da haben sie einen Modus gespielt, der aus dem Workshop war. Und da war es so, dass einfach der prozentuale Schaden angerechnet wurde. Und wenn das doch Workshop-Macher hinbekommen, dass wir beim Deathmatch prozentualen Schaden haben. Also wenn du einem Gegner 20... Oh Gott. Wo ist sie hin? Wenn du einem... sie, da oben, sie hat sich da oben hochteleportiert. Okay. Wenn du einem Gegner halt einfach 50% Schaden machst, dann wird dir der Kill gut gerechnet. Egal, wer den Last Hit macht. Und sowas halte ich immer noch... Oh Gott. Geiler Ult. Oh, dann killen wir uns trotzdem. Komm, wir haben es gerade auf 3. Also, dafür, dass ich mich immer so beschwere. Das gehört auch dazu, ne? Einfach ein bisschen Mimimi machen. Oh, schade. Einfach ein bisschen Mimimi machen und wenn es dann läuft, kann man immer noch sagen: Siehst du, habe ich doch gesagt. Wo will sie denn hin die ganze Zeit mit den Teleportern? Oh, der Roadhog nimmt mich gerade hart auseinander. Okay, machen wir uns nichts vor. Wir schauen hier nicht wegen der Skills, sondern um die Map ein bisschen kennenzulernen. Oh. Shit! Warum laufe ich denn dagegen an? Oh Gott. Heute gönne ich mir aber auch wirklich, ne? Heute gönne ich mir so richtig. Okay. Ich sehe da hinten nur den Hamster rumrollen. He came in like a wrecking ball. Ich denke trotzdem, also wir sollten prozentuales Anrechnen von Schaden bekommen in diesem Modus. Ist der schon wieder hier drin? Ohne Pharah. Das ist das Ende. Komm runter! Ich höre überall um mich herum. Also, das Ding ist, ich sag schon mal, das Ding ist, das sage ich 50.000 Mal am Tag. Die Sache ist folgende, die Map ist halt schon so groß, dass du teilweise auch mal einfach längere Zeit wie jetzt gerade keine Gegner findest. Das ist nicht schlecht. Weil so hast du zumindest Zeit, dich ein bisschen zu verteilen. Danke! Solo-Ult hat sich gelohnt, ne? Hat sich mal richtig gelohnt. Alter, der Wrecking Ball fährt ja einfach die ganze Zeit über die Map. Was ist denn los mit ihm? Ich höre halt die ganze Zeit Leute hier laufen. Der ist schon wieder hier oben drin. Okay, hier wird gefightet. Nice. Ein Tod macht mich stark. Oh, das könnte halt sehr risky sein, was ich hier gerade tue. Ja. Ja, moin. Puh. Okay. Also ich finde die Map schon mal besser als Petra. Das kann ich jetzt schon sagen. Deutlich besser als Petra. Petra war halt auch nice, so von der Optik her, aber spielerischer Petra null meins.
Okay. Der hat mich einfach mal aus der Luft gehuckt. Beziehe eine neue Position. Petra hat mir spielerisch nie gefallen. Wir können jetzt gleich mal in den Replay-Modus gehen. Ich glaube, da können wir sogar noch höher fliegen. Als im, Mist. Ich werde sterben. Aber sowas von. Dauert dieses Match aber auch 5 Stunden. Oh Gott, du bist nur Bob. Ich gehe mal kurz hier hin. Es ist fast so, als würde man hoffen, dass jemand uns aus dem Elend erlöst. Was ist das eigentlich hier? Ich glaube, das Problem ist... wir sehen gerade, das Match ist einfach nicht voll. Deswegen finden wir gerade so schlecht Gegner. Das ist eine Sache, die ich ein bisschen hätte beachten. Tatsächlich, das Match ist nicht voll und deswegen findet man auch so echt schlecht Gegner. Das ist der Wrecking Ball, der ständig umherfällt, der Roadhog. Ich weiß auch nicht, warum es kein Backfill gerade gibt in dem Match. Baby! Fire! Die steht halt immer hier, ne? Ist nicht das erste... Oh! Ist nicht das erste Mal, dass die da steht. An der gleichen Stelle. Die hat jedes Mal jetzt die gleiche Stelle gewählt, wo sie sich hin positioniert. Schade. Okay, spielerisch finde ich jetzt so Ersteindruck, ist natürlich immer schwierig nach 2, 3 Runden, finde ich sie nice. So von der Größe her ist sie perfekt, sie hat nicht zu viele Ebenen, wo du spielen kannst, macht einen sehr positiven Ersteindruck. Also ich will natürlich jetzt nicht davor gehen und sagen, es ist eine gute Deathmatch-Map oder sowas, das zeigt sich erst, wenn man solche Maps wirklich häufiger und länger spielt. Und ob das irgendjemand auf dem PTA tun wird, sei mal dahingestellt. Vermutlich den echten Eindruck kriegen wir erst, wenn wir auf dem Live-Server sind. Aber das ist halt ein nicer Ersteindruck. Wir können jetzt tatsächlich mal eben kurz